Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu der nächsten Folge unserer Rosebud Challenge. Wir sind gerade in Willow Creek und ja, wir versuchen mit unserer lieben Rose ihre erste Million zu verdienen. Ich habe schon vorgearbeitet, ich habe einen neuen Haushalt erstellt, den Marvin. Marvin Winter heißt er. Besserer Name ist mir nicht eingefallen. Den Marvin habe ich hier in der Gegend einziehen lassen und der ist jetzt zufälligerweise in der Nähe von Rose Grundstück. Das schauen wir uns an, denn ich habe vor, den Marvin mit der Rose zu... wie sagt man das jetzt? Auf Deutsch zu verkuppeln, glaube ich, ne? Die Rose war gerade am Malen, der Marvin steht hier. Gucken wir uns das mal an. Ich hoffe, dass er euch gefällt. Und die Rose natürlich auch. So, wir können versuchen, uns bei ihm vorzustellen. Und lassen die beiden ein bisschen quatschen. Reden wir über Träume. Lassen wir ein bisschen tratschen. Und Smalltalk halten. Fragen, wie es ihnen geht. Tratschen. Genau, über die können wir dann positiv reden. Die ist auf uns sauer, denn wir wollten unser Besuch nicht empfangen, weil wir zu tun hatten. So, reden wir über Interessen. So, gib die Mühe. Schon ist er weg. Okay. Mach nix. Dann malen wir unser Gemälde zu Ende. Essen wir eine Kleinigkeit. Eigentlich wollte ich Kleinigkeit essen. Ist das verdorben? Das habe ich leider nicht gesehen. Schlafen. Verwenden. Bisschen putzen. Erfrischende Dusche nehmen. Auch putzen. Einmal verkaufen. Alles verkaufen. Ich weiß jetzt nicht, ob alle Pflanzen oder ob ich die Büsche bzw. Pflanzen jetzt einzeln anklicken muss. Nein, funktioniert. Okay, wie wäre es mit Bewässern? Geht noch nicht. So. Was nehmen wir denn schönes Sandwich zum Frühstück? Okay, Spaß wäre schön. Spaß wäre schön. Dann lassen wir los ein bisschen spielen. Das war's. Na gut. Dann malst du mal Figuren mit Gemälde. Wenn ich Sim anrufen möchte, kann ich auch hier machen. Okay, SMS schicken.
Wow, dann. So, Ross, du kannst noch Selfie machen. Das war wohl nicht so gut. Also mal verkaufen, dann stell dich hier hin und dann machst du noch mal Selfie. Das sieht doch schnucklig aus. Okay. So, das hätten wir. Wie sieht's mit unseren Bedürfnissen aus? Nicht so gut. Was könnten wir noch Schönes kaufen? Das ist ja Quatsch. Spaß 1, Spaß 1. Okay. Das will sie wohl gerne hören. Wir nehmen mal Pop. Genau, Tanzmasche. So, jetzt ist sie inspiriert, dann kann sie wieder ein bisschen malen. Nachher machen wir wieder eine Runde Quatschen mit dem Marvin. So. Ich glaube, dass wir wieder ein bisschen was sammeln. Vielleicht gibt es Pflanzen, also neue Pflanzen, die wir einpflanzen könnten. Die Zwiebeln wären nicht schön, die haben wir noch nicht im Garten. So, lassen wir schnell laufen. Da gibt es wieder Frösche. So, kurz Pause. Erstmal die Warteschlange oder Warteschleife vollpacken. Was ist das hier, ein Schmetterling? Ja, sehr schön. Okay, Doki. So, ich gucke mich noch hier um. Super. Das Bildchen ist auch schon fertig oder noch nicht? Okay, dann kann sie dann gleich daran arbeiten. Ich gucke schon mal, was sie hier aus dem Inventar verkaufen kann. Hat sie ihren Joghurt gar nicht aufgegessen. Erdbeeren auch weg.
Ich glaube, ich ziehe noch ein Stück Wand. Dann können wir ein paar Bällchen draufpacken, wenn das geht. Naja, kann ich nicht. Doch. So. Das sieht doch gut aus. Machen wir einen Rahmen. Schön in weiß. Weiter geht's. Ich glaube, dass wir den Marvin besuchen. So, der wohnt hier. Besuchen. Dann klopfen wir mal an die Tür. So, was gucken die denn Schönes? Was macht der denn? So, was macht man auf wechselnde Geschichte? So, Rost, kannst hier seine Toilette verwenden. Vielleicht macht er auch was Leckeres zum Essen. Also das finde ich jetzt nicht nett, was er gemacht hat. Ich glaube, wir werden bei Marvin kochen. Machen wir Gartensalat. Können wir nicht. Ich versuche mich ein bisschen Romantik. Versuchen wir es nochmal mit ein bisschen Flirten. Kompliment können wir doch machen. Das sieht doch mal gut aus. Versuchen wir noch. Ja, lach du nur. Versuchen wir das mit dem ersten Kuss. Ishinoi.
Das hat doch ganz gut funktioniert. So, lassen wir den noch ein bisschen knutschen. Ja, romantisches Geschenk, warum nicht? Ah, Quexenas. Lomisch. Anquam Rebalfa. Nibna. Prezu. Puaba? Uh-huh. Fetish. Oh! A baby. Ah, Yikla, Yikla. Huh, Ina. Ja. Snort a do. Yay, boo, crude. Fetish. Aya, boy. Kenza. Ja, das hat schon mal gut funktioniert. Rose, du gehst jetzt schnell nach Hause. Denn du hast Hunger. Und bei Marvin konntest du nichts kochen. Obwohl, ich glaube, die hat noch hier einen Joghurt im Inventar. Muss ich mir noch kurz anschauen. Ne, hat sie nicht. So, dann musst du jetzt wieder. So, Musik kannst du jetzt ausschalten und dein Sandwich jetzt essen und danach schlafen. Bisher hatten wir Glück mit Regen, ne? Denn wir haben noch kein Dach über dem Kopf. Wir haben 595. Wir könnten eigentlich schon anfangen, Haus zu bauen, aber wir warten, bis wir ein bisschen mehr zusammen haben. So, ausschalten. Alles verkaufen. Tausend, das ist schon mal besser. So, ich muss mir Gedanken machen, wie ich mein Häuschen bauen werde. Ich habe hier ein paar selbstgebaute Häuser in meiner Galerie. Ich würde gerne, zeige ich euch gleich, also das war so ein 6x6 Häuschen, habe ich gar nicht da. Ich glaube in meine eigene Bibliothek. 6x6 Challenge war das. So was ähnliches würde ich gerne bauen. Würde vollkommen reichen. Ja, es wäre zu teuer, jetzt was auf dem Grundstück zu platzieren. Das sind jetzt 47.000. Ich würde es mir noch überlegen. Aber das würde ich dann versuchen nachzubauen. Das würde dann vollkommen reichen. Denn wenn wir soweit sind, würde ich gerne eine von meinen Villen nehmen. Ich habe hier so eine Villa, die ich auch für die Spark Challenge gemacht habe, dass ich vielleicht die nehmen würde, aber die war in einer anderen Welt oder Stadt. Aber ja, ich muss mir nachher den Grundriss dann offscreen anschauen vor dem Grundstück. Das würde ich gerne dann nachbauen. Kann noch eine Wand ziehen hier. Machen wir bis hierhin. Und vielleicht könnten wir sowas wie Dach ziehen. Ich weiß nicht, ob das jetzt funktioniert. Falls es regnet. Nein, das geht nicht. Mm-mm.
Vielleicht Sauron. Könnte man das so nach oben platzieren? Ich habe die falsche, ne? Quadratplatte, wenn ich nach oben gehe. Ja, kann ich nicht. Müsste ich praktisch hier unten haben. Nee, das mache ich jetzt nicht. Das ist schade ums Geld. Und so kann man kein Dach platzieren. Okay, dann lassen wir es. Lassen wir die los. Weitermalen. Pop-Art-Gemälde für 100 Simoleons. Danach Sandwich essen. Hier sehe ich, dass sich da noch was zum Graben gibt. Hier noch zum Ernten. Da auch. Da auch. So, liebe Rose, du kannst jetzt noch mal deinen Marvin anrufen. Ja, Stiftemächtel ist noch nicht möglich, denn wir haben nur ein Einzelbett hier. Was ist denn passiert? Oh oh. Dann schnell übergeben. So, und nach Vorlage malen. So, nach Vorlage malen wollte ich. Das gehen? Ne, schade. So, mach mal. Das sieht aber gar nicht schlecht aus, oder? Sehr gut. Wenn wir kopieren. Verkaufen. So, zeig mal dein Inventar. Den werde ich mir natürlich jetzt hier aufhängen. Kann man dann auch ich dachte, den kann man einrahmen. Ich weiß jetzt leider nicht wie. Fortsetzen. Die Musik nervt ein bisschen. war das mit dem Einrahmen direkt an der Staffelei? Ich glaube schon, ne? Verkaufen.
So, setz dich hier kurz hin oder mach Nickerchen. So, muss mir das anschauen. Ah, da. Gibt es nur so einen dunklen Rahmen? Schade. Okay, dann einmal Fossil extrahieren. Was haben wir denn da? Alabaster können wir verkaufen. Das auch. So, du nervst. So, leise gestellt. So, dann kann sie Marvin einladen. Was nehmen wir für schöne Musik? Romantik. Da ist er ja. Dann werden wir es mal malen. Oh. Schnell. Schnell bisschen aufbauen. Bisschen knutschen. Oh oh. Versuchen wir das mit dem Witz. Aber der Marvin hatte wohl keine Lust. Hallo, wo gehst du hin? Aktion. Wie wäre das mit Tanzen? Tanzen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Zusammen, nur dass er mit tanzt. Na, ist egal. Der läuft jetzt davon, dachte ich. Ah, mit zum Tanzen einladen. So. Sehr gut. Das sieht ja ganz toll aus. Aber so wie das aussieht, haben sie Spaß. So, Marvin nicht mehr. Schnell auf die Toilette. Okay, ich habe mich entschieden, das hier zu verkaufen. Gefällt mir nicht mit dem Rahmen. Und ich werde nachher offscreen Grundriss planen für ein Grundstück. Wir haben wieder 1200 Simoleons, also wir fangen damit an, das Häuschen heraus aufzubauen. So, ich mache Schluss für die Folge. Ich hoffe, die hat euch gefallen. Wenn ihr Tipps habt, gerne her damit. Ich freue mich auf euch. Beim nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.